Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Ja, neue Folge Forza Motorsport. Neues Karriererennen, was wir uns jetzt aussuchen. Also, wir sind jetzt schon öfters die praktische Leistung gefahren. Das gefällt mir hier nicht so gut, wegen den Strecken und auch wegen ja, zu viel Nebel und das Wetter auch nicht. Und jetzt wollen wir mal die Superlimousinen fahren. Jetzt schauen wir uns erstmal die Aufzeichnung an. Seit über einem Jahrhundert ist Deutschland das Zentrum modernster Automobiltechnik. Gleich drei Elite-Performance-Marken bauen hier ihre besten Sportlimousinen. BMW seine M-Serie, Audi seine RS-Serie und Mercedes-Benz seine AMGs. Alle diese Wagen überzeugen mit einer Performance, die einst den besten Supercars vorbehalten war, und bieten dem Fahrer handgefertigte Luxusinterieurs. Dieser Luxus wird jedoch bald über Bord geworfen, denn wir optimieren die Wagen mit nur zwei Zielen im Sinn. Enorme Geschwindigkeit und ultrapräzises Handling. So, dann wollen wir mal sehen. Uns bleiben nicht so viele Autos hier zur Auswahl, denn habe ich aber noch eine andere Möglichkeit mit der Karriere. Wir wollen mal sehen, welchen ich genommen hatte in der ersten Folge. Ach, ich glaube, eine Mercedes hatten wir genommen. Moment, ach, hier gibt es da noch den. Ach ja, nee, einen Moment. Hier. Ja, den hatten wir gefahren. Vor allem in der letzten praktischen Leistung war ich nicht zufrieden. Ich war nicht zufrieden. Die Musik muss ich noch ein bisschen leiser machen. In der nächsten Folge. Der Mini Cooper, den kann ich euch nicht empfehlen in der praktischen Leistung. Der, auch wenn man ihn versucht zu tunen, fährt er sich sehr komisch. Aber ich glaube, hier in dieser Klasse haben wir gut. Ja. Da weiß ich eigentlich auch schon, welchen ich nehme. Oh, der war sehr teuer hier. Ach, der ist auch in der S-Klasse, den wollen wir sowieso nicht haben. Also ein BMW werden sie alle mal austesten auf Dauer. Aber mit dem Audi machen wir nichts verkehrt. Mit dem hier. Man muss sich schon genau überlegen, welche Autos man nimmt, weil Geld hat man nicht viel. Ich bin jetzt schon Level 82 und habe erst so viel Geld, ne? Wie ihr seht. Also man könnte sich für das Geld jetzt gerade mal 4 Autos kaufen. Ja gut, entweder den BMW, aber wir werden die Klasse sowieso nochmal fahren, also werden wir auch den auf Dauer nochmal haben. Ich möchte jetzt erstmal den Audi nehmen. Und der ist eher hier so ein schwerer Klotz. Und der RS5, der ist schon ganz schön sportlich. Den nehmen wir. Ob wir die Motorhaube aufmachen können. Ja. Geil. Schauen wir das Triebwerk an. Mein lieber Scholli, TFSI. Alles klar. Nein. Ich muss erstmal in den Tag reinkommen. Ich bin vor kurzem erst aufgestanden. So sieht der schicke Wagen aus. Aber für den gibt es bestimmt schon geile Lackierung. Felgen sehen auch schon geil aus, serienmäßig mit riesen Bremsscheiben.
Gut, aber erstmal müssen wir den Wagen kaufen. Den nehmen wir erstmal rot. Ja. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal zurück. Weil jeder Wagen kriegt auch eine Lackierung. Das will ich so haben, weil wenn wir gegen andere Fahrer fahren, sehen die unsere Lackierung. So wie ich auch von den Fahrern ihre Lackierung vom Auto sehe. So, unser erster Audi. Ich hoffe mal, dass wir eine Manga-Lackierung finden. Kann man das Marlboro so schlecht machen, das ist ja nun wirklich nichts. So, mal sehen. Suchen. Erstmal gehen wir auf Rennen und realistisch. Wen das jetzt nicht interessiert, der kann schon vorspulen. Es gibt ja manche Leute, die haben heutzutage überhaupt keine Geduld mehr. Das entwickelt sich aber eigentlich auch erst im Alter. Ich überfliege das hier links schon mal, da sieht man eigentlich immer schon Manga. Hier ist Manga, aber das ist nichts Besonderes, das sieht nun mal nicht so toll aus. Und wenn man so eine hat, die sind in diesem Teil wirklich selten. Dann sollte man dem Ersteller auch folgen. Damit man den wiederfindet. Hier oben vielleicht? Nee, das sah so aus. Das ist ja eigentlich ein beliebter Wagen. Bei beliebten Autos hat man eher immer viele Lackierungen. Aber richtige Meister habe ich hier noch nicht gesehen, ihres Faches. Die meisten kriegen auch nur einen Stern. Und der hat einfach nur einen anderen Lack genommen. Also das Ding bei Forza Motorsport und bei Forza Horizon wesentlich schneller, dass da richtig geile Manga-Lackierung kam. Hier beim neuen Forza-Teil kommen die Lackierer irgendwie nicht in die Puschen. Oder man kann in der Suche eingeben, müssen wir gleich mal gucken, weil lange suche ich hier nicht mehr. Nochmal so. Oder kann man hier auch am besten bewertet eingeben. Ersteller, nee, da wollen wir nicht haben. Ich glaube, das geht nicht. Suchwort witzig, ne, was passt dann am besten zum Manga? Charakter, Szene. Ja, also ist alles nichts Tolles. Empfohlene Designs. Gut, dann werden wir jetzt erstmal eines von denen hier nehmen, die am besten sind. Oder was mir am besten gefällt, das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Nein, das Marlboro sieht überhaupt nicht aus. Gut, dann werden wir eins von oben nehmen. Audi Sport. Also das ist ein Schwarz, sagt mir mehr zu. Die wirklich alle nicht doll, also na gut, das hat jetzt volle Sterne bekommen. Nehmen wir das. Dann suchen wir uns hier noch dumm und dusselig.
Zigarre an, eine Zigarillo. Aber bessere schon von Dannemann, ne? Von Dannemann. Dannemann, ja. So, da haben wir's. Schauen wir uns mit der Lackierung nochmal an. Schon deutlich besser aus. Lackierung ist auch nicht schlecht. Wenn man sie sich erstmal so anguckt. Alles klar. Dann kann es losgehen. Also da würde ich sagen, sparen wir uns die 300 CP noch. Genau. Man kann sie auch verwenden, aber das lassen wir. Ja, mit dem Mini Cooper kam ich echt nicht gut zurecht, aber mit dem Subaru bin ich auch mit Lenkrad gefahren. Mit dem kam ich sehr gut zurecht. Aber ein Subaru ist auch besser als ein Mini Cooper. In der Klasse. Vor allem hat auch Allrad gehabt, aber wir fahren jetzt wieder mit Allrad. Kailami liegt in relativ großer Höhe auf etwas mehr als 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Bei Saugmotoren wird aufgrund der dünneren Luft daher ein gewisser Leistungsverlust auftreten. Gut, dann wollen wir mal sehen, weil die Schwierigkeit, wenn ihr meine Folgen kennt, die lassen wir so. Die hat sich als gut herausgestellt und ja. Der weg auf dem Gras zu.
erste Runde war noch nichts Tolles. Die haben wir ja sowieso schlecht gefahren. Die zweite muss besser werden. Getriebe gefällt mir nicht. Da bist du nur am Schalten. Der Wagen fährt sich sehr gut, aber ich mag das eigentlich lieber, wenn er tiefer Luft holt. So wie jetzt. Vierte und fünfte Gang ist gut übersetzt, aber der zweite und dritte gefällt mir nicht so sehr. Fahren tut er sich aber besser als ein Mercedes. Verbessern wir uns deutlich auf den vierten Platz. Das korrigiert sich aber wahrscheinlich noch nach unten. Der vierte Platz, also vielleicht zehnter oder so. Muss man mal sehen. Eine 2-1 gefahren. Wir sind auf dem 13. Platz gelandet. Na gut, das ist so. Ja, die haben aber auch 684 Leistungspunkte. Wir haben nur
638, das ist schon eine ganze Menge. Der hat 670. Wir haben 40 Punkte weniger, also dann ist das auch kein Wunder, dass die schneller sind. Aber das ist erst der Anfang der Meisterschaft. So, wir machen... Gehen wir auf den... Ach, ruhig mal auf den 10. Platz. Die Meisterschaft haben wir schon mal gewonnen, die müssen wir nicht mehr gewinnen. Ob da jetzt? Gesamtzeitstrafe beträgt etwa 2,5 Sekunden. So eine Frechheit. Was hätte der machen sollen? Voll auf die Bremse steigen und so viel Zeit verlieren. In dem Schwierigkeitsgrad nicht. Wie weit wir kommen, ich muss mich konzentrieren. Dürft ihr euch nicht so einfach vorstellen. Darf den Anschluss nach vorne auch nicht verlieren. 2,5 Sekunden sind nicht so schlimm, wenn wir die wieder rausfahren. Die Kurve hier ist nervig. Das Mozzi, der ist in der Meisterschaft gefährlich. Ich hoffe, dass wir den noch bekommen, den Mozzi. Und er zieht ganz schön ab. Das ist unrealistisch. Aber gerade haben wir gegen Mozzi keine Chance. Kurven kann man schlecht überholen. Jetzt kommen wir näher. Hat noch nicht gereicht fürs Überholen. Zieht euch so stark ist. Das ist ja eigentlich nie komisch gemacht worden mit dem Schwierigkeitsgrad und der KI. Also bei diesem Forza-Teil. Früher waren es ja 3 Wattare. Im 7. Teil.
Hier kann man das wirklich nicht verstehen, warum es jetzt Sidois besser sein soll als Mozzi. Oder warum Mozzi immer besser gewesen ist als Sidois. Hier auf dem Graden komme ich wieder nicht hinterher. Bleiben wir in den Top 10. Den Schwierigkeitsgrad könnte ich jetzt leichter stellen, aber ich will das nicht. Da hatte ich schon spannende Rennen. Immer an der Spitze vorne wegfahren, das kann ja jeder. Manche stellen das so leicht ein, dass sie da immer allen davon fahren, aber dann sind wir immer auf der ersten Position. Sidois ist auch unrealistisch schnell, also dass er 9 Sekunden vor uns ist, fahre ich absolut am Limit, ne? Ohne Fahrfehler. Seht ihr, also die Fahrlinie, nach der kann man schon fahren. Mehr geht da auch gar nicht, ne? Wir müssen unbedingt den Wagen tun, dass wir hier auf ein gleiches Level kommen. Die Kurve ist ätzend. Naja, jetzt ziehen sie uns aber noch richtig davon. Na, wenn ich jetzt übertreiben würde, wären wir im Kies. Und mehr geht nicht. Zumindest in diesem Rennen. Wenn wir wohl Siebter werden, wir sind zwar Sechster, aber wegen der Strafe, wir können uns von dem hinter uns auch nicht absetzen. Noch eine Runde. Jetzt können wir uns ein bisschen absetzen. 2,5 Sekunden müssen wir Vorsprung haben vor der Kiste. Fahrverhalten bin ich zufrieden, also im Gegensatz jetzt vom Mini Cooper fährt er sich hier Bombe. Wir sind auf der schnellsten Runde, wir sind immer schneller geworden. Das ist auch logisch, man gewöhnt sich da dran. So, wir haben 2,5 Sekunden Vorsprung. Mal sehen, vielleicht werden wir auch Sechster. Das sieht so aus. Sechster. Super. Ja. Despool hatte auch nur 630 LP. Die ersten drei, also Sidois. Der wird aber in der Meisterschaft nicht viel ausmachen. In der Meisterschaft, ich kenne ja mittlerweile diese Leute hier drin. Gucken, ob er wieder. Nee. In
bei den Weißen kommen immer noch neue rein. Die Freunde bleiben bei uns drin. Obwohl, jetzt haben wir einen, der nicht da drin ist. Der ist neu reingekommen. Und wie hieß der andere? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Der war auch grün. Amotzi ist nur einen Punkt besser als wir. Hat sie auch zwei Positionen verloren und wir haben immerhin vier Positionen gut gemacht. So, Reifen, Stabilisatoren. Ich glaube, wir brauchen mehr Power. Das auf jeden Fall. Ja, und für die Strecke braucht man auch Power. Die fahren wir auch noch. Also, Auspuff kommt erstmal voll rein. Ach, das ist gleich ein Rennauspuff. Okay. So, mal sehen. Von 0 auf 100 in 3,3 Sekunden, das ist extrem gut. Das ist fast, das ist wie ein Motorrad. Vom Fahrverhalten ist er auf jeden Fall astrein, das Getriebe gefällt mir bloß nicht. So, müssen wir mal sehen. 3,5, 3,3, 160, 8,3, 8,8, ja, also das müssen wir auf jeden Fall haben. Nur Power bis jetzt erstmal rein. Ist auch gut. Jetzt kommen wir sogar auf 7,8 auf 160. Sind wir nämlich das alles so stark war der Zidois, ne? Jetzt seht ihr mal, was der mehr hatte. Also Bremsen ist erstmal, das meine ich damit nicht, aber der hatte denn so eine Ende mehr Geschwindigkeit und Beschleunigung hatten die. Insofern war unser sechster Platz gar nicht so schlecht. Jetzt sind wir aber konkurrenzfähiger. Sag ich einfach mal so, die sind wieder stärker, aber das glaube ich nicht. Schnellen Gegengeraden bilden eine technisch anspruchsvolle Sequenz, in der du alle blau-weißen Randsteine nutzen solltest. Dritten und vierten muss man eigentlich immer schalten, ist man nur am Rühren hier. Zack. Jetzt wieder schalten. Zack.
Und hier muss man auch fast wieder gleich schalten. Dann hat bestimmt 7 Gänge. Je weniger Gänge, je weniger muss man schalten, ne? Zieht euch wieder. Weiter. Vor Mozzi noch. Gucken, ob Mozzi sich noch verbessert hat. So, wir haben 1,370. 1,370. Ja, wir sind auf dem dritten Platz.
Monster hat sie nochmal verbessert. Die AMGs in der Forza Edition sind sehr stark. Wir sind vor Mozzi. Also jetzt haben wir schon bessere Karten hier. 673 und der ist immer noch bei 670. Jetzt sind wir ausgeglichen von den Leistungspunkten. Das wird ein spannendes Rennen. Noch können wir auch ein bisschen weiter hinten starten. Einen Moment, meine lieben Freunde. Meine Zigarillo aufrauchen. So. Ja, dann wollte ich wieder den 9. Platz auf der Seite möchte ich starten. Monster ist wieder übernatürlich schnell. Werden wir wohl nicht kriegen. Aber die Power hat gereicht, vom 10. auf den 2. Platz zu kommen. Ich glaube, Kohle. Kohle, ich würde ja mehr Kohle dafür bekommen. Und ihr seht ja, wie der da vorne wegfährt in derselben Leistungsklasse. Realistisch. Muss ich leider so sagen. Und wir sind auf 6 in der Schwierigkeit und nicht auf 10 oder was es gibt. Ne? Da kommt man dann erst recht nicht mehr hinterher. Besser als wenn immer Mozzi der Beste ist. Das ist wenigstens mal Monster ist von mir ein Freund. Und zieht euch auch. Ich fahre jetzt ja schon wirklich viel Karriere. Und zwar Mozzi immer der Beste. Fast jeder Meisterschaft. Jetzt bin ich genauso schnell wie Monster.
Aber in der ersten Runde konnte der sich so weit absetzen, dass man da nicht mehr rankommt. Jetzt auch nun nicht jedes Rennen an den Schwierigkeitsgrad nehmen. Das müssen wir nur noch am Verstellen. Ich lasse den so den Schwierigkeitsgrad. Und dabei bleibt das auch. Das musste man früher bei Forza oder bei Horizon auch nicht. Da stellt man dann den passenden Schwierigkeitsgrad ein und dann passt das auch. Naja, für die Meisterschaft passt das schon, aber es ist jetzt ein langweiliges Rennen. Gefahren. P2. Na, meine lieben Freunde, aber was mich freut, die Bunten sind ja immer unsere Freunde, dass das jetzt alles unter Freunde ausgetragen wird. Und dass da nicht die anderen reinkommen, die nicht unsere Freunde sind. Der Junior Cobra war noch nie vorne. Das ist aber eigentlich ein sehr guter Fahrer, obwohl er ist, hat 10 Plätze gut gemacht. Wir haben 7 Plätze gut gemacht. Ja, also in der Meisterschaft ist es auf jeden Fall. Im Rennen war es jetzt nicht so spannend, aber in der Meisterschaft ist es spannend. Diesmal werden wohl die Hauptkonkurrenten, ja, diese 4 werden das sein. Ja. C-Deus und Monster. Haben wir aber den hübschesten Rennanzug. Kohle gibt es, na gut, das Spiel, da gibt es immer nicht viel Kohle, ne?
Differential, Schubscheibe, Getriebe können wir ändern. Das würde ich gerne, das Getriebe ändern. Habe ich noch bei gar keinem Wagen gemacht. In der ganzen. Ja, im ganzen Spiel noch nicht einmal das Getriebe geändert. Ja, in der nächsten Runde kommt Silverstone. Leider mit Regen. Die ganze Strecke. Da könnt ihr euch drauf freuen und dann fahren wir höchstwahrscheinlich heute auch noch die letzten Rennen. Damit die Folgen nicht zu lang werden, machen wir jetzt einen Break. Ja, meine lieben Freunde, so sieht das aus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hab mein Bestes gegeben. Ja, bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye bye.